Play. Du willst lustige Fußballwitze passend zur Europameisterschaft? Humorkeller macht den Anstoß. Was macht ein Holländer, nachdem sein Land die Weltmeisterschaft gewonnen hat? Richtig. Er macht die PlayStation aus und geht ins Bett. Viel zu lustig. Und weiter. Wer war die erste Fußballmannschaft? Jesus und seine Jünger. Denn schon in der Bibel steht: Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. Haha, stimmt das? Weiter. Was verstehen Männer unter Romantik? Na was wohl? Ein Fußballstadion mit Kerzenlicht. Und noch einer. Das Kind zum Vater. Papa. Warum gibt es so wenige Fußballspielerinnen? Der Vater. Na, finde doch mal 11 Frauen, die das Gleiche anziehen wollen. Frohes Kicken. Bis zum nächsten Mal.